Absolventen und Young Professionals bieten wir letztendlich zwei Optionen an. Das eine wäre ein Direkteinstieg in das Unternehmen, also wenn Sie es volkstümlich sagen wollen, auf eine ausgeschriebene Stelle. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, sind Trainee-Programme. Davon gibt es drei verschiedene. Ein unternehmensübergreifendes, letztendlich geeignet eigentlich für alle Fakultäten von Absolventen und Young Professionals. Und zwei spezifische bei Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik, die ein bisschen mehr von den Fakultäten her eingeschränkt sind, also auch wieder Ingenieure oder vielleicht Betriebswirte mit Schwerpunkt Logistik. Ich habe Medienmanagement an der FH in Wiesbaden studiert und ich habe mich erst über bilufthansa.com beworben. Dann musste ich Online-Tests machen, mir erstmal wirklich viel Zeit genommen, mir ein Glas Wasser hingestellt, einen Zettel und dann die ganzen Online-Tests abgehakt. Es hat so 30 Minuten, glaube ich, bis eine Stunde gedauert. Und danach wurde ich dann zu einem persönlichen Gespräch mit dem Abteilungsleiter der Abteilung, wofür ich mich beworben hatte, eingeladen. Das war dann auch nochmal so eine Stunde Gespräch. Man hat sich kennengelernt. Und dann musste ich ins Assessment Center hier an der Lufthansa-Basis. Ich war absoluter Durchschnitt, ne, mit einem Zweier-Abi, ne, also nichts Herausragendes, was man ja immer so denkt, dass man das sein müsste, wenn man irgend so ein Programm machen will. Deswegen ist in keinster Weise so, dass man in irgendeiner Weise Angst haben müsste, irgendwas nicht zu packen, nicht hinzukriegen. Also sofern man das möchte, ist Personalentwicklung bei Lufthansa sehr gut möglich. Das Unternehmen bietet ein unglaublich breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten und setzt auch in keinster Weise voraus, dass man für immer in einem Bereich geht, wenn man da mal angefangen hat. Ich selbst bin eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich bin schon sehr, sehr lange bei Lufthansa, aber meine mittlere Verweildauer ist jetzt gerade mal bei 2,5 Jahren auf einer Position. Also Lufthansa ist da ein sehr dynamisches Unternehmen mit vielfältigen Chancen und Optionen, die der Einzelne natürlich auch wahrnehmen muss. Aber ich denke, wir bieten eine gute Plattform, um ihn da zu begleiten. Ich habe ja im Bereich Hochschulmarketing gearbeitet bis vor 3 Tagen und da wurde Internationalität wirklich sehr groß geschrieben. Also in unseren Nachwuchsprogrammen haben wir viele internationale Teilnehmer und dadurch, dass bei uns in der Abteilung diese Nachwuchsprogramme auch betreut werden, lernt man die auch immer wieder kennen, geht viel damit um. Und ich wurde zum Beispiel letztes Jahr zu einer indischen Hochzeit von unserem indischen Kollegen eingeladen. Also Internationalität wird bei Lufthansa ganz groß geschrieben. Ich selbst war überrascht, als ich mal erfahren habe, dass die Lufthansa alleine 145 verschiedene Nationalitäten beschäftigt. Sofern die Abteilungen dort entsprechende Kapazitäten frei haben, kann man sein Praktikum in Singapur, in New York, in Sao Paulo oder in Dubai machen. Das ist alles möglich.